Ich wollte über Schmerzen reden. Hallo Maria, guten Morgen. Meine liebende Perfektion, meine erste Zuschauerin. Ich wollte hier nochmal über Schmerzen reden und was Schmerzen wirklich bedeuten und wie wir Schmerzen heilen können. Und hallo, wer ist denn jetzt noch da? Wie geht es euch? Schreibt mir doch mal in den Chat, was ihr heute so vorhabt. Habt ihr gesehen, ich habe vorher ein Dings geteilt bei mir aus dem privaten Profil. Da hat einer eine Flasche gepostet, Desinfektionsmittel gegen den Coronavirus. Eine Flasche von 2015, eine alte Desinfektionsmittelflasche, auf der stand, hilft gegen Coronavirus. Und das ist ja mal wieder echt bezeichnend, oder? Oh, ein neuer Virus ist entstanden und scheinbar gibt es auf einer Flasche von 2015 schon die Anweisung, dass es gegen diesen Coronavirus wirkt. Also es ist unglaublich, wie wir manipuliert werden, oder? Es ist, ich habe gestern, keine Ahnung, ich glaube nach über einem Jahr habe ich zum ersten Mal wieder Nachrichten angeschaut, weil es mich halt echt interessiert hat, was jetzt bei uns in der Schweiz alles für Großanlässe gecancelt worden sind. Also das geht ja zum Beispiel Genfer Autosalon. Das war unglaublich schockierend. Der hätte jetzt beginnen sollen. In Genf, einer der größten Veranstaltungen, irgendwie 200.000 Besucher pro Tag oder so. Da haben sie ein Interview gemacht und die Leute, die dort die Messe aufgebaut haben, die haben zum Teil noch nicht mal gewusst, dass sie abbauen müssen wieder. Der eine hat gesagt, ja, ich bin ja nur ein Arbeiter, ich habe keine Ahnung. Und ja, ich find's echt krass. Ja, ich finde es echt krass, oder? Und die einen haben noch aufgebaut, während die anderen dort schon informiert waren, dass sie abbauen müssen. Und dann haben die anderen schon wieder abgebaut. Also ich meine, das ist ja auch alles so schmerzhaft, oder? Das sind wirklich Sachen, die tun weh, die enttäuschen Menschen, die nehmen Menschen den Glauben dran. Hallo Katrin, wie geht es dir? Oder die Menschen, diese ganzen Manifestationen im Außen, die jetzt quasi durch die Angst und durch sich schützen zu müssen, durch diese Vorstellung wieder so einzementiert wird, diese Angst, ich kann aus dem Hinterhalt, können mir Dinge weggenommen werden, auf die ich mich gefreut habe. Besser freue ich mich nicht, oder? Das ist ja so ein Glaubenssatz, mit dem wir alle irgendwo so ein bisschen zu kämpfen haben. Deswegen sind wir alle so ein bisschen gedämpft, auch immer in unserer Freude, weil wir Angst haben, dass wir dann enttäuscht werden, weil wir Angst haben, dass aus dem Hinterhalt vielleicht irgendwie was passieren könnte, was wir nicht erwarten, was uns dann die Beine vom Boden wegzieht und uns niederstreckt und so weiter. Das ist für jeden was ganz anderes. Zum Beispiel in Basel, Fasnacht ist jetzt abgesagt worden. Da wird so viel Geld investiert von Menschen, die bauen ihre Wägen, die gehen durch die Straßen, Riesenumzüge und so weiter und so fort. Und denen hat man es jetzt weggenommen und dieses ganze Geld und das Geld an der Börse, weil die Börse nach unten geht und dieser riesengroße Verlust, dieser Verlust, der nicht zu kontrollieren ist, das macht so Schmerzen in uns, ja, und dieser Verlust, der plötzlich eintreten kann, immer, sei es von geliebten Menschen, sei es von Beziehungen, sei es von was auch immer materiellen Dingen, dass wir diesen Verlust haben, plötzlich und erleben müssen. Und das macht uns so eine große Angst und das zieht uns sowas von zusammen.
Hallo, hallo Katrin. Und dann sind wir so zusammen und so gedämpft und trauen uns nicht zu freuen, richtig, weil dieses Schwert immer da ist und wir nicht wissen, wie wir mit so einer Angst umgehen können, wie wir damit umgehen können, wenn wir die Dinge eben nicht scheinbar, sage ich jetzt sogar mal, scheinbar nicht unter Kontrolle haben. Das ist etwas, was müssen wir unbedingt lernen. Sonst werden wir uns nie frei fühlen können und sonst werden wir uns auch nie die Erlaubnis geben, uns zu freuen, unser Herz zu öffnen, zu schweben, weil wenn wir glauben, dass das die Wahrheit ist, dass immer etwas Schmerzhaftes passieren kann, dass wir uns vor Schmerzen schützen müssen. Das ist eins für mich der größten Hemmschuhe auch gewesen, erstens mal wirklich Freiheit und Freude empfinden zu können. Ich war immer irgendwie neidisch auf Leute, die so verantwortungslos frei ins Leben hinausgetreten sind und einfach genossen haben, den Moment genossen haben, das genossen haben, was sie im Moment gemacht haben. Und ich dachte immer, wie können die das genießen? Wie können die sich so freuen? Wissen die denn nicht, dass das noch zu tun ist und dass hier noch was zu machen ist? Und wie kann man sich so freuen? Das ist ja verantwortungslos. Das war wirklich so eine Denkhaltung, die ich durch den Großteil meines Lebens mitgezogen habe, der mich immer so runtergedämpft hat, der mich zurückgehalten hat von anderen Menschen, der mich zurückgehalten hat, wirklich zu genießen. Und der Witz bei mir war auch, dass ich vor lauter Angst, ich habe immer so großartige Sachen für mich organisiert, großartige Reisen für mich organisiert, großartige Erlebnisse für mich organisiert. Aber letztendlich habe ich es nie wirklich in vollen Zügen genießen können, weil eben dieses Damoklesschwert, es kann etwas ganz Schlimmes passieren von jetzt auf nachher und ich stehe dann da gestrippt und nackt und zerstört und erschüttert und von Schmerz gebeutelt. Dieses Gefühl, das Dankeschön, den Daumen hoch, dieses Gefühl, das hat mich so eingesperrt und so unterdrückt und mir niemals erlaubt, fröhlich zu sein, frei zu sein, das Leben zu leben und in jeglicher Beziehung, auch in einer Liebesbeziehung, oder immer lieber den Dämpfer drauf machen, immer lieber vorsichtig sein, lieber sich nicht so öffnen, lieber sich nicht so freuen, lieber gewappnet zu sein oder vorbereitet sein, dass es ja mal nicht sein kann. Und ehrlich, ich glaube, viele von euch oder die meisten haben das auch schon erlebt. Und die Quintessenz ist, diese Art der Vorbereitung schützt nicht. Diese Art der Vorbereitung hilft nicht. Es versaut einen nur den Moment. Weil wenn dann tatsächlich etwas Unerwartetes, Schlimmes eintritt, dann bin ich nicht geschützt, weil ich es schon vorgeahnt habe. Bin ich nicht geschützt, weil ich mich nicht ganz hingegeben habe, weil ich mich nicht in der Freude geöffnet habe. Das hat mich nicht geschützt. Nein, das hat mir nur den Moment, den schönen Moment, viele schöne Momente weniger schön gemacht. Es hat's überschattet. Es hat mein Leben überschattet. Es hat Erfahrungen überschattet. Und die einzige Lösung ist zu wissen, wie es sonst anders gehen kann. Zu wissen, dass es eben nicht davon abhängig ist, wie viel Freude, wie viel Herz, wie viel Begeisterung ich in jeden einzelnen Moment lege, dass das Richtige ist zu tun, dass das ist, was mehr Freude, mehr Schönheit, mehr tolle Momente, mehr Liebe kreiert
Und wenn dann doch etwas Schmerzhaftes passiert, auf das ich nicht vorbereitet bin, weil ich bin ja eh nie vorbereitet drauf, aber die einzige Art und Weise, wie ich mich darauf vorbereiten kann, ist, dass ich ein anderes als das materialistische Weltbild bekomme, dass ich ein anderes Weltbild bekomme, ein anderes Verständnis des Lebens, dass ich hier weiß, dass auch wenn schmerzhafte Sachen für mich entstehen, und ich rede wirklich von ganz, ganz schmerzhaften Sachen, dass ich die anders sehen kann. Und ich weiß, das hört sich ganz, ganz übel an, aber das ist für mich der einzige Weg, um aus diesem Gefängnis rauszukommen, diese Angst vor Schmerzen zu haben und sich dann von allem, vom Leben, von der Lebensenergie, von der Gesundheit, von der Ganzheit, von der Komplettheit, von der Freude abzutrennen. Und diese Wahnsinnsangst, die uns da immer begleitet, weil uns die Dinge aus der Hand gleiten, die können wir nur loslassen, wenn wir etwas anderes haben, ein anderes Weltbild, eine andere Vorstellung, an dem wir uns festhalten können, weil wir wissen, das Materielle da draußen ist eben eine Manifestation, eine Materialisation aus meinem Bewusstsein. Und indem ich an meinem Bewusstsein, an meinen Überzeugungen arbeite, kann ich diesen Beitrag leisten, dass das Leben schön wird und dass das Leben leicht wird und dass ich eben dann auch nicht mehr Schmerzen erleide, weil Schmerzen erleide ich nur, wenn ich Mangel erkenne. Ja, das ist wirklich der Schmerz, ist das zwischen dem, was du möchtest und glaubst haben zu können und was du aber meinst nicht zu haben. Und dazwischen sitzt der Schmerz. Und dieser Schmerz manifestiert sich dann in dem Körper drin. Und diesen Schmerz rauszunehmen aus deinem Bewusstsein, das ist die Aufgabe, um schmerzfrei, also emotional schmerzfrei und körperlich schmerzfrei leben zu können. Und zu wissen, dieser Schmerz, der entsteht tatsächlich durch diesen Unterschied, den ich sehe, weil ich diesen Mangel sehe. Ich will das, aber ich sehe nur, dass ich das habe. Und wenn ich diesen Mangel rausnehme, dann nehme ich den ganzen Schmerz, dann nehme ich alle Schmerz vollen Betrachtungsweisen, schmerzvollen Sichtweisen aus meinem Bewusstsein raus und dann wird mein Bewusstsein sozusagen rein und dieses reine Bewusstsein kann keinen Schmerzkörper, wie Eckhart Tolle sagt, manifestieren und es kann aber auch keinen emotionalen Schmerz mehr manifestieren und diese Dinge umzusetzen und zu üben und für den Verstand klar zu kriegen, der braucht Erklärungen, unser Verstand, sonst macht er nicht Neues und Unbekanntes. Der will immer, der Verstand ist immer, der will wissen, wie, wieso, weshalb, warum. Aber im reinen Bewusstsein gibt es diese Frage überhaupt nicht. Und dass mein Verstand sich darauf einlässt, aus reinem Bewusstsein heraus, mich zu führen. Dazu braucht er Erklärungen, dazu braucht er ein Konzept, dazu braucht er eine neue Mathematik, nach der er tickern darf. Und solange er aber diese Mathematik nicht gelernt hat, sondern nach der alten, in der Schule gelernten, im Außen gelernten Mathematik, die sich reflektiert und reagiert auf das Außen, kriege ich keinen Shift her. Und es geht auch nicht in Schnipp. Und es geht auch nicht in, ich höre ganz viel, die mir das sagen, sondern es geht nur, wenn du es lebst, wenn du es verkörperst, wenn es deine einzige Wahrheit ist, aus der du alles siehst, aus der du Schmerz reflektierst, Enttäuschungen reflektierst, Bedrohungen reflektierst, Viren reflektierst,
wenn du diese Sichtweise für dich als dein eigen für dich angenommen hast und erkennst, dass dein wahres, reines Bewusstsein für dich vorhanden ist und welche Informationen da für dich drin sind, wie das tickt und wie sich das anfühlt, dann kommst du in Verbindung mit dieser Wahrheit. Und das ist ein Lernprozess. Und zwar ein kontinuierlicher Lernprozess. Und diesen Weg einzuschlagen, der braucht mal eine Entscheidung. Oftmals kommt die Entscheidung halt leider erst, wenn der Schmerz ganz, ganz, ganz groß ist. Aber dann ist doch auch immer noch diese Hindernis, die Opferhaltung, ja? Die Opferhaltung, ja, aber wieso, ne? Wieso muss ich das jetzt machen? Wieso ist es jetzt so schwer? Und wieso muss ich mich jetzt umlernen? Und wieso muss ich das jetzt alles hinter mir lassen? Und meine Vergangenheit und meine Stories und Hilfe? Oder dieses Gefühl, das macht Sacke Angst. Aber irgendwie, wenn du da wirklich reinhörst in dich, dann weißt du, dass du grundlegend eine Änderung machen musst. Und da geht es nicht darum, dass du ein tolles Business kreierst für dich, was dich finanziell unterstützt, einen reichen Mann heiratest oder was weiß ich nicht was, sondern da geht es darum, dass du verkörperst, was du wirklich bist. Und da geht es auch nicht darum, irgendeine kurzfristige Kur zu machen oder einen kurzfristigen Weg einzuschlagen, Instrumente zu lernen oder so, sondern geht es tatsächlich drum, eine komplette Transformation dessen, was du siehst, was du wahrnimmst, was du glaubst, letztendlich. Und das muss umgelernt werden. Und das braucht Zeit und es braucht auch jemanden, der dir immer wieder die Wahrheit sagt, wenn du halt wieder in deine alten Fahrwasser gehst und wenn du einfach diesen Switch haben willst, dann kannst du dich auch nicht weiter damit verbinden mit dem Alten. Musst du dir wirklich einen Container auch schaffen und jemanden an der Seite haben, der dir Neues beibringt, oder? Das ist nun mal so. Und du kannst es dir selber beibringen, aber du musst einfach dranbleiben und kontinuierlich dranbleiben. Und diese schmerzhafte Welt können wir nur hinter uns lassen, wenn wir uns selber heilen, wenn wir unsere Ansichten heilen und darauf vertrauen, dass für uns einfach das Beste gedacht ist, auch wenn wir vielleicht Liebe verloren haben, auch wenn wir irgendwie Dinge im Außen verloren haben, dass das eben nicht Rückschlüsse auf unsere Identität und auf unsere Wahrheit ist. Und hier den Kopf hinzukriegen, das ist mir wichtig, und dass wie du mit dir selber umgehen kannst, wie du deinen eigenen Körper, deine eigenen Emotionen heilen kannst und gleichzeitig Heiler eben bist für die Welt da draußen, für die Menschen da draußen, für die Tiere, für die sich so viele Menschen einsetzen wollen, für alles in Heilung zu bringen, müssen wir bei uns selber anfangen und uns als geheilt und als Heilbringer oder Bringerin verstehen dürfen und uns die Erlaubnis geben. Und da gehen wir in unsere Power und da gehen wir in unsere Macht. Und da erlauben wir uns eben genau aus diesem Seinszustand heraus unser Leben zu kreieren, unser Business zu kreieren, unsere Familie zu inspirieren, unser Umfeld zusammenzustellen. Und das ist eben genau das, was ich weitergeben möchte, in diesem Mastermind. Das beginnt in übernächster Woche. Und wirklich, es sind 6 Wochen intensivstes Training, intensivste Heilung, intensivste Klarheit und intensivste Wahrheit für dich, die nachher zum Resultat hat, dass du eine absolut gute Beziehung zu dir, zu deinem heilen Wesen hast, dass du die Wahrheit über Gesundheit, Liebe und Wohlstand kennst. Und Wohlstand im Sinne von, ich stehe wohl in dieser Welt. Und wenn drumherum Coronavirus zusammenfällt,
Ich stehe wohl hier und ich kreiere Wohlstand. Und zwar wohlstehendes Umfeld um mich herum. Und das ist Heilung. Wohlstand ist Heilung und Wohlstand ist nicht nur Geld, sondern Wohlstand ist Wohlstehen, Wohlfühlen, Wellfeeling. Das ist ja meine Homepage. Und ich denke, dass viele Menschen sich jetzt angesprochen fühlen, die das Video dann hören und sich dann irgendwie nicht trauen. Und deswegen gibt es auch bei mir wieder die Geld-Zurück-Garantie. Ich mache alles mit Geld-Zurück-Garantie. Echt. Es ist mir ja nicht schlimm. Ich will nichts verkaufen und ich will auch kein Geld behalten von Menschen, die nicht meinen, sie wollen in das investieren, was ich zu bieten habe. Warum soll ich das nicht machen? Warum soll ich keine Geld-Zurück-Garantie geben? Habe ich schon immer gemacht, ist kein Thema. Weil es nämlich gar nicht um das Geld geht, von jemandem haben zu wollen, der nicht in das investieren möchte, was er bekommen kann, wenn er mit mir ein Stück des Weges geht. Warum kann ich dann nicht Geld-Zurück-Garantie machen? Warum? Kein Thema. Warum kann ich nicht helfen, das zu bezahlen, wenn du im Moment vielleicht denkst, ja, ich müsste das in Raten bezahlen? Auch kein Thema. Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich diese Wahrheit erfahren, diese Wahrheit über Gesundheit, Liebe und Wohlstand erfahren und nicht mehr in dieser Lüge des Mangels leben und diesen Mangel zum Schmerzen machen in ihren Emotionen und in ihrem Körper. Und dieses Leiden und dieses eingesperrte Gefühl, von dem ich vorher gesprochen habe, das ist so der Killer. Das versaute das Leben. Es versaut die Freiheit, die Freude. Und Freude ist aber der Antreiber der Manifestation. Und deswegen ist unsere Hauptaufgabe, diese Energie der Manifestation, der Kreation, des Erschaffens auf ein Level zu bringen, wo wir die schönen Dinge erschaffen, wo wir die Freude, die Freiheit, den Frieden, die Liebe und zwar diese Begrenzungen, deswegen heißt ja begrenzenlose Liebe, bedingungslose Liebe, Grenzen und Bedingungen rausnehmen, streichen, braucht kein Mensch in einem Universum der Fülle, wo schon alles da ist, nur braucht man vielleicht den Weg zu sehen, wie man dorthin kommt und den Weg zu sehen, wie ich von A nach B komme, wenn ich da die ganze Zeit meinen Filter, das es geht nicht, ich kann nicht, Paradigmen, Ängste, du, hier vor mir habe, dann sehe ich den Weg halt nicht. Und diesen Weg zu sehen ist essentiell, weil du gehst keinen Weg, den du nicht siehst. Ich meine, das ist der Schutzmechanismus. Du gehst es einfach nicht. Aber du kannst es sehen und du kannst es wissen und du kannst es spüren und du kannst dich führen lassen von dieser Klarheit, wenn du diesen Filter endlich wegnimmst, damit du die Wahrheit sehen kannst. Wenn dieser Filter dessen, was du gelernt hast, was du glaubst, was die Wahrheit ist, wenn du das zulässt, dass der sich verändert. Und dann gehst du deinen Weg. Und dann darfst du glücklich sein. Dann darfst du dich freuen. Dann darfst du keinen Schmerz mehr haben. Dann darfst du gesund sein. Dann darfst du, sorglos sein. Einfach sorglos. Diese Momente leben, die für dich da sind, sorglos zu sein. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag in absoluter Sorglosigkeit und lasst euch beschimpfen von eurem Verstand, dass ihr den Ernst der Lage im Moment nicht wahrnehmt und sagt dann eurem Verstand, Junge, ich habe keine Lust, Dinge wahrzunehmen, die ich nicht wieder kreieren will und in denen ich mich nicht reflektieren will und die ich auch nicht will, dass sie sich aus mir heraus reflektieren. Und geh so in diesen Dialog und weißt, dass du die Heilung bringst in dem Moment, wo du nicht auf den Zug ins Nirvana aufsteigst, sondern auf den Zug, sag ich mal, ins Paradies. Und ich weiß, ja, du bist verantwortungsvoll. Ich habe auch auf mein YouTube-Video von gestern, habe ich auch
Kommentar gekriegt auf YouTube, wie tödlich dieser Virus ist und dass es ja so schrecklich ist, was ich da von mir gebe und so weiter und so fort. Und das darf auch jeder denken, aber je weniger Menschen das wirklich denken und glauben, desto weniger wird es einfach reproduziert und deswegen weniger sind wir in Abhängigkeiten, die uns vorgegaukelt werden, weil wir sind in keiner einzigen Abhängigkeit. Auch wenn es so scheint, vor allem jetzt in Deutschland mit dieser Impfpflicht und diesem ganzen Zeug. Aber wir können das switchen, wir können das drehen und wir werden das drehen. Je mehr Menschen in ihre Kraft kommen und je mehr Menschen eben diese Angst verlieren, dass irgendjemand sie einengen könnte. Weil es kann niemand tun, auch wenn es im Moment so aussieht. Und ich weiß, das sind so Worte, ja, und einer im Gefängnis und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich aus Notlagen im Gefängnis durch ihre Bewusstseinsshift rausgebracht haben, ihr Leben geändert haben und so weiter und so fort. Es gibt diese ganzen wunderbaren Geschichten, die einfach nie verbreitet werden, damit wir schön unter diesem Deckmantel, dass es geht nicht, du kannst nicht, du musst konform sein, du musst dich anpassen und dein Denken wird angepasst und dein Denken wird manipuliert und kontrolliert. Lass es nicht zu. Lass es einfach nicht zu. Wir sind alle frei, ein wunderbares Leben zu kreieren. Und je mehr Menschen sich das trauen, anders zu denken, die Wahrheit zu denken, desto weniger Schmerz, weniger Leid. Wenn du nicht leidest, wenn du kein Schmerz hast, bist du nicht zu manipulieren. Und dann kannst du kreieren und dann haust du die schöne Welt raus, die wir alle für uns erwünschen. Und es sind so viele Menschen auf dem Weg. Und ich finde es mega, mega cool. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich die Angst verloren habe, meine Wahrheit zu sprechen und dazustehen und zu sagen, ja, das weiß ich, dass es so ist. Und that's it. I love my life, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.